Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Ticket ins Paradies. Worum geht es in diesem Film? Ja, Julia Roberts und George Clooney spielen ein Ehepaar, das sich geschieden hat, aber eine gemeinsame Tochter hat. Diese Tochter ist nun fertig mit der Schule und hat ihren Abschluss gemacht. Bevor sie aber sich in die Arbeitswelt stürzt, möchte sie noch einmal Urlaub machen. Und sie nimmt eine Freundin mit und fährt in ein fremdes Land. In diesem Land lernt sie natürlich die Kultur besser kennen und fängt an, sich in einen Jungen zu verlieben. Und das in sehr kurzer Zeit, was ihren Eltern gar nicht gefällt. Und relativ kurzer Zeit später möchte sie den Jungen sogar heiraten, was ihre Eltern absolut nicht gefällt. Also, was machen die zwei Streithähne? Sie fliegen zur Hochzeit hin und schmieden einen Plan, diese Hochzeit zu sabotieren, damit ihre Tochter ihr Leben nicht ruiniert. Ja, so ungefähr kann man die Story zusammenfassen. Was kann man außerdem zu diesem Film sagen? Ja, Julia Roberts und George Clooney sind Ausnahmeschauspieler, die sind einfach top. Die sind richtig, richtig gut. Und vor allen Dingen auch in dieser Rolle passen die super zusammen. Die haben eine super geile Chemie zusammen. Das passt hundertprozentig. Dieser bissige Humor und das alles, das ist richtig toll. Das macht sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Und auch der andere Cast ist wirklich sehr gut. Sehr gut, muss man sagen. Also das passt alles schon sehr gut zusammen. Der Film hat eine Länge von 1 Stunde 44 Minuten. Was kann man sonst noch zu dem Film sagen? Ja, also die Orte sind gut gewählt. Das passt alles wirklich. Es macht alles einen wirklich paradiesischen Eindruck. Und die Leute, die da drumherum sind, das passt alles gut zusammen. Es ist alles stimmig. Es ist alles stimmig. Das passt sehr gut zusammen. Der Film hat wirklich genau die richtige Prise Humor und der Film hat genau die richtige Prise, ja, Romantik, sagen wir jetzt mal. Und das passt, das ist gut. Genauso soll ein Film sein. Und genau dafür haben sie auch die richtigen Schauspieler geholt. Julia Roberts und George Clooney, ich kann mich kaum an schlechte Filme erinnern. Bei George Clooney, klar, Batman und Robin kann man mögen, muss man nicht. Von daher haben die eigentlich soweit alles richtig gemacht. Und welche Bewertung ich diesem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung zu meinem Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, fassen wir zusammen. Toller Cast, super Kulisse, super Story für genau das, was dieser Film sein möchte. Ein toller Humor, also wirklich gut, richtig gut. So darf es gerne immer sein. Und somit gebe ich diesem Film zwischen 4 und 5 Totenköpfen, weil der Film wirklich einfach Spaß macht. Der macht wirklich Spaß, der hat die richtigen Schauspieler und diese Schauspieler haben auch noch eine sehr gute Chemie zusammen. Das kann man so nicht anders sagen. Ja, das dazu. Ich würde mich auch über ein Like und ein Abo freuen, falls noch nicht geschehen. Und nächste Woche, ich glaube Avatar kommt mal wieder ins Kino. Wenn nichts anderes im Kino läuft, gucke ich mir Avatar 1 nochmal an. Wenn er in 3D läuft, weil ansonsten, ja,
Lohnt er sich jetzt nicht so unbedingt für mich, weil ich den Film ja schon zweimal in 3D gesehen habe. Ansonsten werde ich schon irgendwas anderes finden, was ich euch präsentieren kann. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.